diese hohle Gasse muss er kommen. Grüezi miteinander. Also wir sind jetzt auf dem Weg in die Schweiz. Wir haben das ja in unserem letzten Video bereits angekündigt, dass unsere nächste Reise in die Schweiz geht. Wir gehen jetzt schon Richtung Zoll. So, hier ist es dunkel, weil wir fahren nochmal durch einen kleinen Tunnel. Aber gleich hat uns das Tageslicht wieder. Es wird schon heller. Jawohl. Und Tageslicht hat uns wieder. Also wir sind jetzt dann gleich am Zoll und wir hoffen, dass wir durchkommen, denn offiziell macht die Grenze erst morgen früh auf. Aber wie wir ja gesagt haben, fahren wir zu unserem kleinen Enkel in die Schweiz, der hatte Geburtstag, also so mit Familienfest, und mal schauen, ob wir durchkommen. Also wir werden es euch auf jeden Fall erzählen. Jawohl, du wirst große Schwerlastabgabe bezahlen. Ja, also eben genau, jetzt müssen wir an den Zoll und dann sehen wir weiter. Wir sind in der Schweiz. Wir haben es hier, unsere Schwerlastabgabe. Bezahlt. Bezahlt, natürlich. Klar, sonst hätten wir sie ja nicht bekommen. Also, einem Urlaub in der Schweiz steht nichts mehr im Wege. Und was sagt jetzt die Skeptikerin Ussi? Die immer gemeint hat, wir kommen gar nicht rein. Ja, es ging problemlos. Wir haben sogar gute Reise gewünscht bekommen und mussten uns nicht mal rechtfertigen, dass wir da sind. Nein, ja. Also wirklich sehr nette Zöllner. Ja, und wie vorbildlich wir sind, ja, und uns an die Vorschriften halten, das musst du ja auch zeigen, denn unsere Dashcam ist schon abgehängt. Okay. Ja. Also wieder mal ein Vorbild für alle, Ossi und Helle. Wie gewohnt. Ja. So, aber jetzt fahren wir weiter. Jawohl. Denn unser kleiner Enkel wartet. Genau. Also. So, und jetzt sitzen wir da. In Küstenacht. Nein. In Küstenacht. Ja, das liegt in dem Kanton Schwyz. Wir haben gestern unseren Familienbesuch gemacht und hatten eigentlich vor, nach Zermatt zum Matterhorn zu fahren. Und dann haben wir uns die Wetterdaten angesehen. Und dann haben wir gesehen, in Zermatt ist es bedeckt und die Bergbahnen in der Schweiz sind teuer. Und da fährt man nur hoch, wenn auch der Himmel frei ist. Das war er nicht. Deswegen sind wir dann, haben wir gesagt, wir fahren nach Locarno, also an dem Lago Maggiore. Denn da ist das Wetter schöner. Das wollen wir doch mal hoffen, laut Wetter-App, ja. Ja, und dann haben wir auf dem Weg nach Locarno, und ist dann schon die Dunkelheit eingebrochen, haben wir dann den Hinweisschild nach Küstenacht gesehen. Und wer fällt uns da ein? Natürlich der Wilhelm Tell. Ja, und die hohle Gasse, die müssen wir natürlich sehen. Denn Schillers Schauspiel, also ob der gelebt hat, der Wilhelm Tell, weiß man nicht. Ganz Kurzfassung, der war Freiheitsheld, von Nationalheld von den Schweizern, hat gelebt Anfang 14. Jahrhundert, wenn er gelebt hat, das ist gar nicht sicher. Schiller hat es dann als Schauspiel verfasst. Ja. Und angeblich hat dieser Landvogt Gessler, ja, Habsburger, hat einen Stock aufgestellt mit seinem Hut drauf und hat gesagt, jeder, der vorbeigeht, muss grüßen. Und der aufrechte Freiheitskämpfer für Recht einstehende und für Gleichberechtigung einstehende Wilhelm Tell hat gesagt, nein, den grüße ich nicht. Dann hat der Vogt gesagt, ich verurteile dich zum Tode, und hat aber vorher gesagt, du kriegst deine Freiheit, wenn du deinen Sohn einen Apfel vom Kopf schießt. Das hat er dann auch getan. Also das ist dieser berühmte Schuss mit dem Apfel. Jawohl. Und dadurch hätte er seine Freiheit kriegen sollen. Aber er hatte einen zweiten Fall dabei, und dann hat man ihn gefragt, warum der zweite Fall. Dann hat er gesagt, weil wenn ich meinen Sohn aus Versehen erschossen hätte, dann hätte ich den Landvogt auch gleich erschossen. Und dann hat der Landvogt gesagt, okay, dann wirst du doch eingekerkert lebenslang. Und auf der Fahrt nach Küstenacht über den Vierwaldstätter See
ist das Schiff in Seenot geraten. Der Tell hat es ans Ufer gesteuert, hat sich befreit, ist davongelaufen und ist zur hohlen Gasse gegangen, hat sich eine Armbrust besorgt und hat gewusst, hier muss der Gessler vorbei, wenn er auf seine Burg will. Und dann hat er ihn abgepasst. Und da kam auch der berühmte Satz, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und dann hat er ihn mit der Armbrust einen tödlichen Schuss versetzt. Mhm. Das war's. Okay. Und er hat von an in Freiheit gelebt und auch die Eidgenossen zur Freiheit geführt. Und du hast das jetzt so schnell runtergerasselt. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass ihr das alles verstanden habt. Sonst müsst ihr das euch halt nochmal anhören. Ich muss mich beeilen, weil sonst stoppt mich die Ursel. Ja. So, also wir sind jetzt in der Hohen Gasse, die schauen wir uns natürlich auch an, da ist eine Kapelle, wir nehmen euch mit durch. Mhm. Und dann fahren wir weiter Richtung Lago Maggiore, blenden aber vorher noch ein paar Bilder ein von Küsnacht. Und dann wollen wir auch noch sagen, was für einen Stellplatz wir haben. Es war, wie wir gestern abends angekommen sind, waren etliche bei Park for Night etliche Stellplätze ausgeschrieben. Das ist auch soweit ganz gut. Die sind allerdings in der Innenstadt gelegen, schön am See. Für Kastenwagenfahrer ideal, ja. Nachts frei und bezahlen muss man sie ab 8 Uhr mit 50 Cent pro Stunde. Also das ist alles gar kein Thema. Das Problem ist nur, die sind so schmal, dass wir mit unseren Gusteln nicht draufpassen in die Abmessungen. Zweitens müssten wir 2 Parkplätze belegen. Das wäre aber auch kein Problem. Dann hätten wir eben eine Franken pro Stunde bezahlt. Das Problem ist, wir haben nur 50 Frankenscheine dabei und ja. Deswegen haben wir dann ein bisschen außerhalb im Industriegebiet gesucht nach einer Stellplatzmöglichkeit für die Nacht. Nichts gefunden, alle Parkplätze nummeriert, also hier in Küsnacht herrscht Parkplatznot. Und wie wir dann schon aufgehen wollten und an den Waldrand fahren wollten, haben wir dann beim Stadion einen wunderschönen Großparkplatz gefunden mit 48 Stunden freier Parkmöglichkeit. Und da stehen wir jetzt. Da haben wir mittlerweile bei Park for Night vorbildlicherweise eingespeist. Ja, ja, also sagen wir mal so, ein schöner Parkplatz ist was anderes, aber für die Übernachtung vollkommen ausreichend, zumal das sehr, sehr ruhig war. Das ist ja bei Park for Night eingestellt. Ja. Also ein Übernachtungsplatz. Ja. Eben, und deswegen schön, eben, relativ ruhig. Ja. Und man kann 48 Stunden kostenlos da stehen und, das, und auch mit großen Wohnmobilen, das ist das Wesentliche. Ja, das ist das Gute, weil bei Park for Night ist uns ja schon aufgefallen, wir mit unserem Gustl haben da immer leicht Probleme. Ja, also das sind eigentlich oftmals Kastenwagenparkplätze, ja, und die sicher gut sind, aber mit unserem Gustl halt Probleme schaffen. Mhm. Wir füttern jetzt Park for Night ein bisschen mit längeren Parkplätzen. Ja, so, aber jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt gucken wir uns hier die Hohle Gasse noch etwas genauer an. Genau. Schön kuschelig warm gehabt haben. Es ist mittlerweile wieder kalt.
vor allen Dingen ist er eiskalter Wind. Ja, wir stehen jetzt hier nämlich auf der Anhöhe vom St. Gotthard. Ja, vom St. Gotthard Pass. Aha. Wir sind also nicht langweilig durch den Tunnel durchgefahren, sondern wir sind über den Pass drüber gefahren. Der ist 2100 Meter, ist die Passhöhe. Ja. Und es ist furchtbar kalt. Geht in ganz schöner Wind, ja. Aber sehr interessant, nicht nur zum Fahren, sondern auch zum Betrachten der Berge. Ne? Ja, ist einfach herrlich. In den Bergen ist es ja, einfach schön. Ja, ja. Und nachdem es so kalt ist, gehen wir gleich weiter. Ja, jetzt, ja genau, fahren wir gleich wieder zurück. Nur, oder weiter, ja. Nur ein kurzer Gruß von oben. Ja, mir ist so kalt, ich kann jetzt gar nicht winken. Lago Maggiore, wir kommen. Ja. Wir haben jetzt den kalten Gotthard hinter uns und sind jetzt im Tessin und hier scheint die Sonne. Also wir fahren ins Warme und zwar Richtung Bellinzona, gell? Ja. Jawohl. Und ja, jetzt mal schauen, da haben wir uns jetzt ein Stellplatz? Aber Stellplatz. Ein Stellplatz raus. Mit WLAN. Mit WLAN, was für uns ja immer sehr wichtig ist, ja. Und da fahren wir jetzt mal hin und da werden wir auf jeden Fall mal übernachten. Und dann sehen wir weiter, was wir dann tun. Genau. Und Rösti essen. Ja, genau, wir haben uns Rösti besorgt und die werden wir jetzt nachher essen. Vielleicht zeigen wir euch da ein Bild davon. Auf jeden Fall herrlich ist es hier. Also, nachdem wir jetzt über den Gotthard ins schöne Tessin gefahren sind, stehen wir jetzt hier auf dem Campingplatz und zwar in Locarno. Das ist der Campingplatz Delta. Der Campingplatz Delta. Und im Moment haben wir ja auch noch ein bisschen Seesicht. Aber sobald sich jetzt der nächste Camper dann hier herstellt, ist es vorbei mit der Seesicht. Und außerdem, ich sag's euch jetzt schon, Campingplätze sind nicht meins. Nicht unseres. Oder, ja. Also wir waren ja in Holland, da war ja kaum was los, das war ganz okay, aber hier ist es rammelvoll. Und vor allen Dingen zum Einchecken habe ich eine Stunde angestanden. Oh, ja. Gefühlt. Das ist nicht unsere Wohnmobilwelt. Also wir würden uns vom Wohnmobilfahren verabschieden, wenn das immer so wäre. Ja. Gehen wir wieder. Ja, aber jetzt gehen wir mal an den See vor. Ja. Und vielleicht können wir nur ein paar Bilder einfangen. Und ein wenig Ruhe braucht man außerdem. Ja, und dann, wenn wir jetzt dann hier wieder zurückkommen, dann werden wir uns was zu essen machen. Es ist wunderbar. Rösti. Ja. Es ist wunderbar warm hier. Nachdem ich auf dem Gotthard fast erfroren bin, ja, habe ich mich jetzt hier natürlich gleich umgezogen, sommerlich. Das ist natürlich sehr schön. Das genau. War, und ja, jetzt sind wir mal weiter. Und es zieht sich gleich zu. Also die Sonne ist leider nicht mehr so da, wie sie schon da war. Aber die Wärme ist da und die langt uns ja. Ja, eigentlich schon. Also jetzt Schluss mit dem Gelaber und ans Wasser geht's. Also, so ist momentan noch unser Blick. Mal schauen, wie lange noch. Bis der kommt, der dann die Mut hinfährt. Also jetzt gehen wir auf jeden Fall ans Wasser. Hm? Also, was der Stellplatz kostet, eine Stunde angestanden, um überhaupt rein zu dürfen, was er kostet, das ist so und so, das können wir gar nicht sagen, weil da können wir... Wir sagen es ganz leise, 54 ja. Franken. Minimum, wenn es nicht sogar als Hauptsaison schon abgerechnet wird, dann ist es noch teurer. aber da, für dieses Geld kann man Wochen auf einem Stellplatz ja. stehen. Aber WLAN ist inklusive und ich habe jetzt nach 3 Versuchen da reinzukommen, bin ich dann tatsächlich reingekommen und das Ganze bleibt dann auch tatsächlich 5 Minuten ungefähr bestehen. Und dann muss ich wieder versuchen reinzukommen. Im Moment bin ich wieder offline.
Also das stimmt nicht. Ich bin immer noch online. Die was ist ja die Gute. Ja. Und Frauen werden bevorzugt. Das kommt nur dazu. Ja. So muss es sein. Ja. Also jetzt aber wirklich ans Wasser. Ja, ja. Sichtspiegel, gell? Hast was ganz Wichtiges vergessen. Was? Buongiorno. Buongiorno ist guten Abend, oder? Nee, das ist Buonasera. Buongiorno. Also, ihr hört schon, wir sind in Italien. Immer noch am Lago Maggiore, aber auf der italienischen Seite jetzt. Einen viel schöneren Platz. Eine super Sicht haben wir hier. Ja. Das zeigen wir euch dann gleich. Es ist herrlich hier, ein toller Blick auf den Lago Maggiore, wunderbar. Und ich denke, wir bleiben hier ein bisschen, oder? Ja, allerdings Corona-Krisengebiet. Ja klar, aber wir haben ja Mundschutz dabei und im Prinzip können wir es hier jetzt gut mal 2 Tage aushalten, ja. Weil dabei haben wir ja eigentlich noch alles, wir brauchen nichts und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das hier so angeht. Im Moment ist es wunderbar und wir werden jetzt diese Aussicht genießen. Genau. We'll be right back.
Hört ihr? Es regnet. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber es regnet. Deshalb sitzen wir ja auch in unserem Gustl und nicht draußen, weil es regnet. Aber wir nutzen die Zeit und schneiden alles, was wir bis jetzt an Filmmaterial haben, zusammen. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann laden wir das auch relativ kurzfristig online. Wobei wir suchen immer WLAN-Stellplätze auf. Und da, wo WLAN ausgeschrieben wird, da ist es nicht drin. Das ist der zweite WLAN-Stellplatz, der überhaupt kein WLAN hat. Ja. Aber mit WLAN wirbt. Ja. Also das ist eine Mode, die momentan im Kommen ist, aber natürlich nicht schön ist. Aber wir schauen, dass wir eine Möglichkeit finden. Ja. Und jetzt schneiden wir das hier. Und überhaupt, der Platz ist eigentlich ein Traum. Ja, eine das ist ja wunderschöne Aussicht über den Lago Maggiore. Wunderschön. Und wir hoffen natürlich, dass morgen die Sonne wieder scheint. Ja. Und wir stehen hier auch nur zu zweit. Also das ist auch sehr angenehm. Und ja. Ja, also hier in Italien fehlen noch die Touristen. Ja, wobei wir festgestellt haben, in der Schweiz hat so gut wie niemand eine Maske getragen und in Italien, hier trägt jeder Maske. Also hier ist... Also wenn ihr hierher kommt, Maske nicht vergessen. Aber wir haben uns sagen lassen, in der Ortschaft, in der wir im Moment stehen, gab es nur 2 Corona-Infizierte. Es war hier kein Hotspot angeblich. Wenn es stimmt. Also wir gehen davon aus, das stimmt. Und jetzt schneiden wir unseren Film weiter, oder? Jetzt schneiden wir ihn weiter, versuchen den online zu stellen. Und schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen dann im zweiten Teil, dass wir uns wiedersehen. Das wäre echt toll. Das würde uns natürlich freuen. Genau. So, und jetzt trinken wir noch einen Schluck und schneiden jawohl weiter, oder? Jawohl. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Ciao. Okay, ciao. Bis zum nächsten Teil. Ja.